Und im vorigen Jahr ergab sich dann eine Möglichkeit, die ich nie für möglich gehalten hätte. Es wurden nämlich für eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt Menschen gesucht, die mindestens 70 Jahre alt sind, eine optimistische Lebenseinstellung haben und in der Lage sind, zweimal die Woche halbtäglich zu arbeiten als Führer in einer geführten Ausstellung. Da haben wir uns beworben, das heißt, ich habe mich beworben und habe dort dann später 32 Kollegen kennengelernt und Kolleginnen. Und wir waren die Führer für 5 Monate dort in diesem Museum. Wir hatten nie geglaubt, keiner von uns hat je geglaubt, dass diese Aufgabe durchzuhalten ist und dass wir als Gruppe zusammenfinden. Wir sind ja mit 70 Jahren doch schon ziemliche Eigenbrötler, hatten wir alle geglaubt. Das war nicht so. Nach 6 Wochen war das Umgekehrte der Fall. Wie oft im Leben war ich der Koordinator dieser Gruppe und es kam der Wunsch auf, was machen wir, wenn dies hier zu Ende ist im März 2015. Und ein Kollege und ich haben uns überlegt, was machen wir, was können wir machen. Und wir kamen auf die Idee, das, was wir hier gelernt haben, sollten wir einfach weitermachen. Wir sollten den Inhalt dieser Ausstellung, nämlich Vorträge über das Alter und Altern in Deutschland, versachlichen. Denn in der Ausstellung ging es darum, dass man den Fokus wegnimmt von den 2 Millionen Menschen in Deutschland, die arm, behindert oder dement sind oder pflegebedürftig. Man vergisst ganz so, dass zu unserer Generation noch 15 Millionen Menschen gehören, die weder arm noch pflegebedürftig noch dement sind oder behindert sind. Und diesen Fokus zu eröffnen, war Sinn dieser Ausstellung. Die wurde gemacht von einem Verein, der bereits Dialog im Dunkeln gemacht hat, wo also blinde, sehende Menschen führen in total verdunkelten Räumen. Dann kam als nächstes Dialog im Stillen, wo Gehörlose nur mit Gebärdensprache normale Menschen führen. Und Dialog mit der Zeit hätte eigentlich heißen sollen Dialog mit dem Alter, aber wenn man so etwas sagt, dann kommt niemand. Deswegen dieser etwas vernebelnde Titel und die Ausstellung kam hervorragend an. Sie ist mittlerweile seit dem 31. März in Berlin und wird dann weitergehen nach Bern. Und wir kamen eben auf die Idee, solch einen Verein zu gründen. Und durch reinen Zufall über Kontakte mit Jamila habe ich festgestellt, dass es ein Social Impact Lab in Frankfurt gibt, also eine Institution, die Startups im Bereich soziale Unternehmungen unterstützen. Und wir haben uns beworben und sind erstaunlicherweise am 22. Januar genommen worden und durften unser Projekt, den Verein zu gründen, durchführen. Der Verein ist mittlerweile gegründet. Es dauert allerdings noch ein bisschen, bis wir die Gemeinnützigkeitsanerkennung bekommen. Und wir werden dann immer mit 2 älteren Leuten, wenn es geht, immer Mann und Frau, mit 2 Koffern und einigen Utensilien über Land ziehen und Vorträge halten vor Schulklassen zunächst einmal, später auch vor anderen Vereinen, wenn das Ganze etabliert ist. Und das ist eine Aufgabe, die macht auch sehr viel Spaß. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir damit auch noch einige Zeit zu tun haben. Ich persönlich habe mich allerdings verpflichtet, nur zweimal Vorsitzender zu werden. Mit 75 ist auch da wieder Schluss. Und das meine ich auch sehr ernst. Das habe ich bisher in fast allen Vereinen durchgehalten, dass ich gesagt habe, wann Schluss ist. Und dann war auch Schluss. Denn ewige Vorsitzende und ewige Besserwisser machen im Leben keinen Spaß. Und vielleicht habe ich ja irgendwann, wenn ich so 80 bin, mal die Gelegenheit, auch mal einfach den Alltag zu genießen. Was nicht stimmt, ich genieße sehr wohl. Und das Schöne im Leben ist eben, dass, da ich nicht geboren bin, alleine zu sein, habe ich vor 7 Jahren dann auch eine Partnerin gefunden, die ebenfalls Witwe ist. Und wir leben jetzt seit 3 Jahren gemeinsam. Und sie ist für meine Enkelkinder eine wunderbare Ersatzoma. Die Enkelkinder wissen, dass es nicht ihre Oma ist, aber sie sind Fans davon. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich in den Vordergrund zu drängeln, wenn wir die Kinder besuchen. Denn natürlich hängen die in dem Alter, die Älteste ist 6, kommt jetzt in die Schule, die beiden Jüngeren sind Zwillinge, 4 Jahre. Die hängen natürlich eher an ihr als an mir. Aber das Leben macht einfach Spaß, wenn man Enkelkinder hat.